Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videoblog. Unser heutiges Thema lautet Schönheit. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken bestimmt, so wie der aussieht, kann der sich mit dem Thema gar nicht wirklich auskennen. Ey, bloß weil ich mir nicht ständig Feuchtigkeitscreme irgendwo hinschmiere, das soll der Grund sein? So ein Quatsch. Selbstverständlich ist das heutzutage möglich, über Schönheit zu referieren, auch wenn man selber, nun sagen wir mal, nicht ganz so gut aussieht. Nicht? Ja, wir leben in einer offenen Gesellschaft, nicht? Da ist vieles möglich, da kann, oh, Telefon. Ja, Zaini? Ja? Oh, die Redaktion. Wo sind die denn jetzt? Ja, bitte? Ja? Ja? Wie unkenntlich. Hä? Puh, ja. Ja, kann ich machen. Hab ich hier, ja. Na gut, meinetwegen. Okay, wiederhören. Was tut man nicht alles? Also, meine Damen und Herren, heutzutage darf jeder über Schönheit referieren, ganz egal, wie man aussieht. Da macht man heutzutage keine Unterschiede mehr. Also, gucken Sie mal, zum Beispiel Paris Hilton. Nicht? Die wird von den Jugendlichen ja auch für schön gehalten, obwohl die so ein Gesicht hat, was aussieht wie ein grinsender Schraubenschlüssel. Nicht? Die tut aber so, als sähe sie besonders gut aus, aber das kriegen die Jugendlichen ja nicht mit. Ja, und wahre Schönheit, die kommt nämlich von innen und da, oh, Telefon. Ja, Zaini? Oh, eine Zuhörerin. Was will die denn wohl? Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, Ihr Kind weint? Ja? Ja, da kann ich doch nichts für. Kann ich doch. Wieso? Hä? Ach, zu unpersönlich? Ja, nee, aber das ist, ach so. Ja, gut, das kann ich machen. Ja. Ja, gut. Von mir aus. Ja, danke. Wiederhören. Hier kommst du aber auch zu gar nichts. So, also, wobei? Ach ja, innere Schönheit, darum ging's, genau. Also, weil wirkliche Schönheit muss nämlich von innen kommen. Man muss sich nur schön fühlen, in dem Augenblick wird man auch von seinem Umfeld als besser aussehend wahrgenommen. Das ist so, doch, doch. Ja, das kann man auch testen, im Selbstversuch kann ich Ihnen das zum Beispiel mal einmal darlegen, gar kein Problem. Passen Sie mal auf. Also, ich stelle mir jetzt vor, ich sei besonders gut aussehend. Gut, das muss ich jetzt noch ein bisschen verinnerlichen, damit das auch wirklich wirkt. Augenblick mal gerade. Wir warten mal ab. Jo, hat geklappt. Ja, dann bis demnächst. Boah, ich habe ja sogar einen Busen.